Hallo, ich bin Claudio. Willkommen zur neuesten Short Story Nummer 5. Ich arbeite bei Intervall als Konzepter und Scrum Master und ich zeige euch heute mal ein bisschen, was ich auch noch nebenbei mache. Die Konzeption ist im Grunde die Schnittstelle zwischen den Anforderungen der Kunden, die ihre Ziele mal mehr, mal weniger konkret zu Papier bringen oder zu Sprache bringen und den Entwicklern und Kreativen. Wir sorgen dafür, dass die Anforderungen des Kunden in erste Konzepte fließen, dass die aus Sicht der Nutzer benutzertauglich sind, benutzerfreundlich sind und klären dann in Zusammenarbeit mit den Kreativen, dem Design und den Entwicklern im Team ein gutes Stück Software. Als Beispiel für die Tätigkeit des Konzepters sieht man hier, wie ein Stück Software entsteht. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Prototyp für eine mobile Website eines Flughafens. Hierbei steht im Vordergrund, dass das Ganze gebrauchstauglich ist für die Nutzer. Das heißt, es sind ganz einfache sogenannte Wireframes, Drahtgittermodelle. Da kann man dann einfach aus verschiedenen Elementen eine Seite zusammenschieben, recht schnell einen ersten Prototyp erstellen und den dann auch direkt schon auf dem mobilen Endgerät oder einem Desktop-Rechner testen. Man sieht dann recht schnell, ob die Anforderungen des Kunden erfüllt wurden, ob das dabei rauskam, was sich der Kunde so gedacht hat, oder ob man eben noch Anpassungen vornehmen muss. Ja, ganz ähnlich wie in der Tätigkeit als Konzepter, muss ich auch in meinem Hobby Probleme identifizieren, analysieren und Lösungen dafür erarbeiten. Klingt banal, aber es ist wirklich so. Ganz häufig, also man sieht es hier ja, ich bin in meiner Werkstatt, ganz häufig will der Roller mal nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie er laufen sollte. Und dann geht es darum, zu erkennen, was ist das Problem, worin könnte das Problem liegen und wie kann ich es lösen. Mit 16 habe ich angefangen, Roller zu fahren. Ich habe damals einen Führerschein gemacht, bin erst noch keine Vespa gefahren, sondern noch eine Enduro. Und irgendwann hat sich das so über den damaligen Freundeskreis entwickelt, dass ich anfing, Roller zu fahren. Und relativ schnell ging es auch, dass einem der Roller so, wie man ihn da hatte, nicht gefiel und dann musste was dran gemacht werden. So kam man halt langsam ins Schrauben. Und das mache ich jetzt seit, ja, mittlerweile 16 Jahren mit vielen Freunden zusammen. Und das ist das, was uns verbindet. Das Besondere am Rollerfahren ist für mich ganz einfach. Ich habe dort meine Freunde gefunden, damals mit 16. Und das sind immer meine Freunde geblieben. Ist immer mein Team geblieben. Und deshalb bin ich nie auf die Idee gekommen, zum Motorradfahren zu wechseln. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich hier an den Rollern alles selbst machen kann. Bei einigen Motorrädern auch. Das ist aber schon weitaus komplizierter. Und man braucht vielleicht auch ganz andere technische Gegebenheiten, ganz andere technische Werkzeuge. Beim Rollerfahren ist alles ganz banal, ganz einfach. Es ist ein Zweitaktroller. Man kann alles selber machen. Und das gefällt mir so gut daran. Mit meinen Clubkollegen veranstalte ich einmal im Jahr, und das seit mittlerweile schon über 20 Jahren, ein Rollerrennen. Viertelmeilenrennen für alle Vespas und Lambrettas, also eben genau solche alten Fahrzeuge, wie ich sie auch fahre. Und dabei kommen Enthusiasten und Idioten aus ganz Europa zusammen, um in verschiedenen Klassen gegeneinander anzutreten. Es gibt einmal originale 50er, die mittlerweile natürlich keine 50er mehr sind, denn alle Fahrzeuge sind im Regelfall getuned und fahren weit ab von ihren original 50 km/h, irgendwas so um die 120. Und dann gibt es eben auch größere Motoren, zum Beispiel 200er Motoren, die dann auch schon bis zu 50 PS Leistung bringen. Für viele geht es darum, eben zu zeigen, was sie für Möglichkeiten haben, Leistung aus so einem Motor herauszukitzeln. Denn im Grunde ist das Set an Möglichkeiten, das man hat, relativ beschränkt. Es gibt ein paar oder eine Handvoll Tuning-Artikel und da kann jeder drauf zurückgreifen. Aber wie viel Leistung man wirklich aus diesem Motor herauskitzelt, das ist dann für den einen oder anderen durchaus Anlass, sich da zur Schau zu stellen und zu zeigen, erstmal wie gut der Motor läuft und dann aber auch, wie gut man das Fahrzeug wirklich selbst beherrschen kann.
Mittlerweile fahre ich nicht mehr selbst mit. Das habe ich früher noch gemacht. Derweil organisiere ich eigentlich viel mehr diese Läufe. Also jetzt hier in Bremen organisiere ich das mit meinen Clubkollegen zusammen, in Stockach mit dem dortigen Team zusammen und betreue die Website der Deutschen Blechrollermeisterschaft. Da ja mittlerweile fast jeder so ein internetfähiges Endgerät in seiner Hosentasche mit sich rumträgt, könnt ihr heute mal so richtig das Inklusivvolumen aufbrauchen und da gelegentlich mal reinschauen. Da stehen eben auch alle Fahrerdaten, also ihr seht dann im Netz genau das gleiche wie wir hier auf unseren Bildschirmen. Ja, ganz interessant ist die Feststellung, dass ich ja sowohl beim Rollerrennen als auch bei der Arbeit mich gerne mit der Moderation beschäftige. Beim Rollerrennen habe ich die Rennen moderiert, die Fahrer angekündigt, ein bisschen was über die Fahrzeuge erzählt. Und bei der Arbeit kümmere ich mich in meinem Scrum-Team, innerhalb des Team Neusters, darum, dass der Prozess Scrum am Laufen bleibt. Ich stehe für die Teammitglieder zur Verfügung, beantworte ihre Fragen, kümmere mich um ihre Anliegen und sorge dafür, dass der Arbeitsprozess läuft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich widme mich jetzt meinem neuesten Projekt und gehe für 5 Monate in Elternzeit. Ciao!